Ja. Okay, aber Karpfen und Forellenarsch haben wir schon. Ah, na gut. Erdbeeren. Das ist halt geil. Und die wachsen halt weiter. Das ist halt auch super. Hey! Was war. Nein! Ich mach. Mist. Okay, das war dumm. Das war echt saublöd, aber naja. Oh Mann. Warte mal, wollten die jetzt Bohnen haben? Warte mal, Speisekammer bündeln. Ne, die wollten die normalen Bohnen, nicht wahr? Ja, hier wollten sie keine Bohnen. Okay. So, das heißt, die kann ich reinknallen, die kann ich reinknallen, die kann ich reinknallen. Die Erdbeeren würde ich eigentlich ganz gern behalten erstmal. Ne, Bohne lag ja schon drin, okay. Die Erdbeeren möchte ich eigentlich echt ganz gern behalten fürs Erste. Ah, Mann, Mann, Mann. Liegt hier schon Kohl drinnen? Nee. Machen wir den da noch rein in die Gemeindekiste. Nehmen wir uns wieder ein ins Inventar, wenn wir unsere Herzdame treffen. Die da. Ja, Maru. Ey. Maru. Beliebte und geliebte Geschenke. Jawohl. Marus Favoriten. Perfekt. Okay, jetzt haben wir zwei von unseren Pflanzen vernichtet, weil wir dumm sind. Okay, aber was ich noch zum Feldplan sagen wollte. Also wir müssen sowieso noch, ja, das ein oder andere Ding hier umplanen. Denn, also ich werde jetzt halt für unseren Sommer, der jetzt kommt, für den werde ich einen, oder habe ich einen Plan gemacht. Dann müssen wir, während es Sommer ist, müssen wir uns einen Plan für den Herbst machen. Weil bis dahin ist auch von den Gegebenheiten her, was wir denn alles benutzen können, ändert sich ja dann auch wieder was. Ah, jetzt ist das schon wieder leer, das Ding. Das muss ich unbedingt verbessern, das Teil. Brauchen wir aber auch wieder 5 Kupferbarren. Also die Mine muss echt ordentlich was herhalten jetzt dann. Ich habe echt unsere Bohnenstauden kaputt gemacht. Ach, ist das blöd. Na egal. Jetzt können wir schon nichts mehr ändern. So. Hier wächst auf jeden Fall alles sehr schön nach. Das freut mich. Ah, Gott, die können wir endlich vernichten, geil. Zack. Gibt's auch Hartholz. Ja, Spitzhacke ist zu schlecht dafür. Danke. Hund. So. Tack, tack. Jawohl. Jetzt wollen wir gerade mal kurz gucken. Ist da jetzt schon wieder was nachgespawnt? Ist da unten wieder was nachgespawnt? Und lass mich da durch. Ja, Tatsache. Sehr schön. Jo, nehmen wir alles mit. Weil Steine brauchen wir noch mehr als genug. Aber wir brauchen halt unbedingt Kohle. Eieiei, wir brauchen echt Kohle. So ein Schmutz. Draufhauen auf den Stumpf. Und Hartholz brauchen wir halt auch echt viel. Also ich habe mich halt so ein bisschen reingelesen und was ich so alles machen möchte. Ich habe mir natürlich keinen 100% Plan erstellt. Das möchte ich eigentlich hier spontan im Spiel. Kohle! Spontan im Spiel entstehen lassen. Aber damit ich halt eine Ahnung habe, was grob auf uns zukommt. Und da ist echt einiges am Start. Sogar ein bisschen beunruhigend viel am Start, um ehrlich zu sein. Ja, gut. Mischt. Wir haben echt richtig reingeschissen, ein bisschen. Weil die eine Kohle, die wird jetzt zu einem Eisenbarren. Das ist nicht gut. Zero, du Hund. Okay. Okay, wir haben 9. 9 Hartholz. Ist okay, geht besser, geht auch schlechter. Was war jetzt das? Melonensaat. Im Sommer. Im Sommer. Im Sommer, im Sommer, im Sommer. Okay. So, das ist für die Abenteurergilde. Nehmen wir das mit. Wird nicht viel wert sein, aber wir können es verkaufen. Dann werden wir es los.
So, jetzt ist die Sache. Die aktuelle Sachlage. Wir brauchen halt wirklich Geld. Und wir brauchen einfach Geld. Wir brauchen Geld. Geld, Geld, Geld. Oh, Mann, 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 Mann. Jetzt gucken wir hier nochmal kurz rum, was wir alles so herstellen können. Ja, die Sprinkler, die werden halt teuer. Ja, aber ich brauche. Wir brauchen. Brauchen uns nicht belügen. Wir brauchen. Wir haben ja jetzt die Angel mit 25. Das mit der Energie, du. Na egal. Bin ich halt blöd? Ich kann doch hier rum zur Abenteurergilde gehen. So, warte, was ist jetzt das Silo? Ach, der kloppt hier mit seinem Schwanz, okay. 100 Gold, 100 Stein, 10 Lehm. Aber wir haben halt die 10 Lehm nicht. Nochmal. 100 Gold, die haben wir ja safe. Stein, Lehm und 5 Kupferbarren. Oh. Nee, okay. Nee, wir haben weder noch. Wir haben weder noch. Okay, Freunde, wir brauchen Geld und wir müssen in die Mine. Oh Mann, so viel und so wenig Zeit. Also wir müssten jetzt irgendwo in Folge 20 oder 21 irgendwo sein. Und ich muss sagen, Folge 1 ist noch nicht mal raus zu dem Zeitpunkt jetzt. Und ich bin ja einer, der wohl nicht krass viel im Vorfeld aufnimmt, aber ja, was soll ich jetzt da noch sagen? Es macht einfach echt viel Spaß, das Spiel. Und es lässt mich auch nicht los. Also ich bin da aktuell wieder so dran, dass wenn ich, keine Ahnung, ich mache mir halt schon Gedanken, wie ich unseren Hof verbessern kann, so. Und ich finde es schön, mal wieder so ins Spiel eingebunden zu sein. Und das ist es halt auch mal ein Spiel, wo jetzt nicht unbedingt direkt meins war, immer. Mit, dass wir hier Action und Geballer und Bam Bam. Ist jetzt halt, also wäre jetzt nicht meine Hauptzielgruppe, aber ich muss sagen, das Spiel, es ist einfach schön. Und es nimmt mich auch echt schön mit. Und ja. Ah, den Schatz, den will ich. Den muss ich bergen. Zack. Gottes Lachs. Nee, okay. Was haben wir hier drinnen? Ja, noch. Ja. Ja. Nehmen wir an. 33. Nehmen wir komplett an. So, da haben wir noch wieder was zum Verkaufen. Jetzt komm mit. Danke. Wir müssen jetzt halt gucken, dass wir irgendwie. Aha. Ja. Ah, es war zu kurz. Ja. Toll. Eits. Mischt. Na egal. Ja. Nee, habe ich wirklich kein Problem mit. Das können wir machen. Und eigentlich sollte ich sogar diesen ganzen Müll erstmal behalten. Weil wir haben ja da diesen. Oh ja. Gemeindehaus. Du musst doch auch ins Ge. Ich hasse es manchmal. Manchmal hasse ich es. Ich muss mir irgendwo da vorne irgendeinen Platz freilassen. Einfach die 5. Komme ich schnell ran. Oder ich lasse mir die 4 frei. Ist bequemer mit den Fingern so. Ich versuche mir die 4 freizulassen. Weil das ist ja, also das ist ja echt widerlich manchmal. Und vor allem, wir verbrauchen ja einfach Vollgas unsere Energie. So, zack. Raus hier. Der Angelspaß, er hört nicht auf. Also ich habe jetzt auch mal die ganzen Folgen inklusive Thumbnails und so schon alles fertig geschnitten, tatsächlich von diesem Projekt. Und ich muss sagen, wir sind bisher echt häufig beim Angeln gewesen. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ich glaube, da macht halt jedem so sein Ding, hat halt jeder so seins, wo ihm mehr Spaß macht. Und ich finde es Angeln eigentlich ziemlich geil, muss ich ehrlich sein. Wir müssen. Also Thunfisch, Riffbarsch oder Buntarsch. Müssen wir irgendwie hinbekommen. Gut, der fängt sich wieder von selber. Bin ich dafür? Hering. Oh, aber Gold. Der ist ein Huni wert. Also unterm Huni gebe ich den nicht her. Ganz klar. Hey! Okay,
Okay, 52 noch. Und wir brauchen halt dringend Geld. Seetang, nehmen wir mit. Brauchen wir. Brauchen wir auch. Ganz wichtig. Ich glaube, Seetang haben wir jetzt sogar genug, wenn mich nicht alles täuscht. So. Ja, wir müssen sowieso den Schatz mitnehmen. Danke. Ah. Ah, kämpfen. Aber haben wir drin. Haben wir im Sack. Perfekt. Ehering. Perfekt. Schatz. Okay. Gut. Dann müssen wir schnell verkaufen gehen jetzt, weil. Okay, für 60. 50. 45. Der kostet nur 45. Das ist halt voll traurig. 1400. Naja. 1400. Immer noch besser wie. Ja, weniger halt. Tut mir echt leid. Ah! Also diesen Müll, den werfe ich auch tatsächlich nicht mehr weg, sondern das ist tatsächlich später noch nützlich, habe ich gelernt. Ich möchte jetzt nicht unbedingt, also, wir sind hier am Ozean, ich möchte mir schon die Option offen halten, vielleicht einen Thunfisch, Riffarsch oder Buntarsch zu fangen. Ich möchte mir das alles schön offen halten, aber ah, da blubbert's. Da müssen wir jetzt hin. 21 Energien und wir können nur noch zweimal angeln. Oh Mann. Der fängt sich wieder fast von selber. Sehr schön. Ah, oh, einen schönen lilanen Hering haben wir da nicht. Okay, wir gehen auf die neuen. Wir beißen ein bisschen auf die Weißalge. Ich weiß, es ist jetzt mehr Verschwendung als alles andere, aber ich möchte. Wir brauchen Geld. Wir brauchen echt Geld. Wir haben zwar unseren großen Hof, wir sind mittlerweile wohlhabend, wir haben Grundbesitz, wir haben Felder, wir haben Ernte, wir haben was weiß ich, aber wir haben trotzdem kein Geld und sind broke. Massiver Fang, was? Errungenschaft freigeschaltet, was? 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 Halt. Fähigkeiten, nee. Wo ist es denn? Oh, massiver Fang. Fange 100 Fische, ja, okay. Nice. Oh, perfekt. Maximale Power. Entschuldigung. Nein. Ja, passt trotzdem. Eine Sardelle, neuer Rekord, ja. Nice. Oh, ich glaube, ich habe. Nein, er haut ab. Egal, wir hatten gerade noch einen Gotteslachs. Der angelt selber, ja moin. Wir hatten gerade noch einen Gotteslachs und den habe ich aber gerade verkauft, fällt mir gerade ein. Egal, wir werden mit Sicherheit nochmal auf irgendeinen stoßen irgendwann. Der fängt sich auch davon komplett selber. Finde ich gut. Her das Ding. Da oben blubbert es wieder. Jetzt sprechen wir aber erst mit Willi. Wenn du hochwertige Angeln kaufst, kannst du Köder und Geräte an der Leine anbringen. Köder bringen Fische schneller zum Anbeißen, Geräte erleichtern dir die Arbeit beim Einholen von Fischen. Aha, also wir brauchen noch schweres Gerät für unsere Angel, oder was? Huah! Nice. Ja, es blubbert beim Seetang, ist klar. Ja, danke. Ich glaube, noch zweimal können wir angeln oder noch einmal. Huch, der Schatz ist trotzdem wichtig. Schatz, was kriegen wir? 6 Kohle. Ja, komm, wurscht. Weg mit dem Ding da. 6 Kohle. 6 Kohle ist sehr wichtig. Also 16, 2 Mark. Wohin? Also das ist manchmal echt ein Arsch. Schwierig manchmal mit dem. Also der und ich, wir sind immer noch nicht die besten Freunde, bin ich auch komplett ehrlich. Platzwürmer. Toll. Was? Was ist das jetzt? Inventar voll. Narzisse. Die können wir nicht mal essen jetzt. Also müssen wir auch verkaufen. Grünalge.
Nee, brauchen wir. Kann ich einen Seetang essen vielleicht? Essen. Komm. Weißt du was? Scheiß auf das Schwert, Alter, ganz ehrlich. Getrockneter Seestern. Sehr schön. Den brauchen wir noch mit Sicherheit auch, oder? Wo ist das Aquarium? Nee. 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 Nö. Nö, brauchen wir tatsächlich nicht. Schade. Hätte ich mich jetzt aber gefreut. Egal. Oh, das ist. Ah, oh Mann. Also, jetzt steckt man ein bisschen in der Zwickmühle. Wir brauchen halt wirklich dringend Kohle. Ah, das heißt, wenn morgen Gisela. Ja, wir brauchen die Kohle. Wir brauchen die ganzen Kupferbarren. Wir brauchen wirklich dringend Kohle. Weil ich möchte eigentlich die Gießkanne noch verbessern. Ich möchte ja das Silo bauen. Ich möchte einen Hühnerstall bauen. Das, ja. Das ist jetzt gerade alles nicht so nice. Aber egal, jetzt pass auf. Jetzt machen wir erstmal den hier. Da haben wir jetzt schon die 5 zusammen. Da haben wir 4. Das ist alles okay. Die brauchen wir. Das brauchen wir noch. Warte mal, wie war das jetzt hier? Halt. So, nein. Miesmuschel, die brauchen wir auch noch. Der Miesmuschel. So. Dann können wir eigentlich das alles verkaufen. Pass auf, ich lege hier noch die Zeitung da rein. Kann das da vor sich hingammeln ein bisschen. Zero, du Hund. Nein, nicht essen. So, danke. Jetzt kommt das da rein. Das kommt da rein. Eins, nein, hier, fünf. Eins. Ey. Eins. Kupferbarren herstellen, sehr gut. So, und dann kann eigentlich alles weg, bis auf unsere. Ja, ich glaube, das kann auch weg sogar. Artefakt, weil das haben wir alles schon abgegeben. Oder das haben wir schon abgegeben, sonst wird er dastehen mit. Bring's zum Günther. Aber ja. Wir sollen echt gucken, wo wir jetzt unser Geld herkriegen. Bum, 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 bum. Jawohl. So. Das heißt, morgen früh wird aufgegossen. Ja, Freunde. Und dann heißt Attacke. Level up. Hofarbeit Stufe 3. Plus 1 Gießkanneneffektivität. Plus 1 Hackeneffektivität. Das Bienenhaus. Der Geschwindwachs. Und Bauernmahlzeit. Nice. Oh, Level 5 Fischen. Fische haben 25% mehr Wert, Fallenstelle für Herstellung, kann weniger Güter benötigt. Oh. Ne, komm, ich mach 25% mehr Wert. Weil dann kriegt man mehr für unsere Fische. Das halt übel gut. So, 22. Tag im Frühling. Okay, 2000. Zero, du Hund. Oh, hab ich echt nicht das Leben vom Land. Willkommen bei Leben vom Lande. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitz die Ohren. Schnapp dir eine Angel und verkaufe deine Ausbeute. Mit Angeln kannst du immer dein Konto etwas aufbessern, wenn du gerade sonst nichts zu tun hast. Die Distanz von deinem Köder zum. Was? Von deinem Köder zum Land entscheidet darüber, welche Art von Fisch dir an die Angel geht. Aber auch der Ort, das Wetter, wie auch die Jahres- und Tageszeit. Was? Die Distanz? Okay, also auf Max kommen dann seltenere Sachen oder wie darf ich das verstehen? Das ist ja heftig. Wetterbericht, was sagt der Wetterbericht für morgen? Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Okay, das heißt, dann gehen wir mal heute wieder Minenarbeiten verrichten. Boah, aber erstmal flupp, flupp, flupp. Bup, 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 bup. Sehr schön. Das waren jetzt aber wieder. Gemischte Frühlingsseeds oder wie ist das? Aber wir haben gar nicht mehr so ultra viel Zeit und so viele Tage. Heißt. Ach! Ey! So. Zack. Und wie war das jetzt nochmal? Ne. Ach so. Okay, perfekt.
Okay, dann pass auf. Wir nehmen das. Oh, mal 7 Lauch, die behalte ich. Das knallen wir jetzt alles rein. Volle Kanne, ja, Lauch gibt Energie. Knallen wir alles rein. So, dann. Die Gysi, die brauchen wir jetzt nicht. Die Gysi legen wir weg. Zack. So, Köder, Angel. Wir haben ein bisschen Quarz dabei. Wenn wir unsere liebliche Holde Mai treffen. Auf die, da haben wir uns noch. Da, ja, da müssen wir jetzt mal wieder zu der hin, habe ich so das Gefühl. Aber wir brauchen ganz viel Kupferbarren. Also rein damit in die Schmelze. Aber unser Lagerfeuer. Ah, es hält einfach durch. Richtig stark. So, jetzt müssen wir uns aber ein paar Samen besorgen.